Ich glaube, da ging es nicht weiter. Hier unten. Wenigstens ist das hier keine. Keine. Duncan's Factory oder sowas. Ah, Autofight. Schussikowski. So. Und was haben wir? Es gibt Sandwich. Ui. Aber dafür, dass das hier so verheilt ist, ist das gar nicht so schlecht, ne? Was soll man eigentlich mal benutzen? Wie sieht's denn aus? Nee, eigentlich nicht. Ich hab halt echt nicht mehr viel Platz. Nur noch zwei Items mitnehmen. Was haben wir denn hier? IQ Capture. Die nimmt auf jeden Fall mal eben der gute Jeff. So. Dass der noch Zeug überbringen kann. Broken Laser. Oh. Oh, 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 oh. Das ist auf jeden Fall auch für Jeff. So. Ein Item kann ich schon genau mitnehmen. Das ist natürlich geil. Zarte make the cross sounds that Master Beige does. And now I can do it. Geez, this really my boy. Tired, but so good, ding. Master Beige is the slimiest. However, I heard he's also serving some geek guy that I cannot believe. Ich glaube, das ist tatsächlich in der Punch, das soll man sagen, sieht wirklich tatsächlich geek und nicht geekes. Oder wurde geiges und bin auch nicht mehr blöd? Ich habe keine Ahnung. Warum greifst du mich das eigentlich an? Super. Ich glaube, ihr wart gegen PK Fire, oder? PK Fire, glaube ich. Ich probiere es auch nochmal und nehme es nochmal PK Fire erstmal. So. Scheint PK Fire zu sein. Eine Blue Paralysis, okay. Ah, ernsthaft. Meine mal PK Paralysis, ne? Elfer. Ja, toll. Einfach den nochmal eben paralysieren. Einmal und angreifen. So, der sollte ja. Nee, der ist noch nicht tot. Na super. So. Aber jetzt. Sehr gut. So, jetzt kann der nicht mehr angreifen. Das ist richtig schön. Und da das ja nicht so einfach teilen ist und abflaut, kannst du die echt gut am Mister locken. Geil, Scheiße. So, Level 23. Sehr gut. So. Da geht's weiter. Yeah. Ist das ein Fixed Encounter oder ist das. Nee, das ist kein Fixed Encounter. Jeden Sprung versuche ich immer ein bisschen zu resetten. Das finde ich jetzt nicht ganz so geil. Paralysis. Fire Better auf die da hinten. Und. Noch drei Pencil benutzt mal eine Bombe. So. 90 Schaden. Mostly Bad Fly. Die fast komplett böse Fliege oder so. Der angreifen. PK. Nee, einfach mal angreifen auf den da, also. Auch Leute, trefft doch mal. Leute, trefft dich mal bitte. Meine Fresse, danke. So. 1400 EP. So, you are the one to destroy the zombies that I assigned to Shriek.
Ja, du warst das, du nur noch 15 Slimy Little Pie wie alle anderen. Pie, nicht Pie. Slimy Little Pie. Auch super. So. Paralyze es einmal bitte. Einfach angreifen, angreifen. Der ist dann eh gestern drops. Also. Scheiß drauf. Kann eh nichts machen. Sehr schön. Du halt weißt, dass die dagegen empfindlich sind, sind die Kämpfe gegen die wesentlich einfacher. Weil die können ansonsten halt dich die ganze Zeit im Wein bringen und sowas. Ansonsten sind die halt echt nervig. So, was haben wir hier? Ganz viele Fliegen. So. Tschüss. Alles klar. Damit den hier auch. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Energy Bar. Ich habe, glaube ich, jetzt keinen Platz mehr. Ne, nee, einen Platz habe ich noch. Weiter Capture. Das geben wir ein Nest, damit er mehr HP bekommt. HP1. Oh, das ist nice. Stimmt, den gibt es ja hier. Das ist ein Item. Damit kann man. Ja, will ich sehen. Items for Jeff. Sucks up some HP from the target creature. The more HP an enemy has, the more you get. Can be used many times. Funktioniert bloß oft leider nicht ganz so gut. Aber naja. Braucht irgendjemand Heilung? Ness eventuell. Weil dann werden wir mal eben einen Energy Bar futtern für ihn, glaube ich. Damit wir ein klein wenig Platz kriegen. Nein. Nein, aus hier. Na gut, Fliegen sind nicht ganz so schlimm. Autofight. Tschüss. So. Hier. Ernsthaft, ey. Assist, Paralyzes auf das Vieh. Und die da hinten bitte bashen. So. Und tschüss. Ich habe ja keinen Bock, dass die mich zum Wein bringen. Und dann verlierst du so viel AP. Um Team nicht Omega. Sehr nett. PP-Clown von allen. So, das Ding hier, dieser Schmetterling, es bauen in diesem Raum eigentlich fast immer, jedenfalls sehr oft. Das heißt, wir werden mal eben unsere gesamten PP auffüllen hier. Auf jeden Fall noch ein, zweimal rein. Jetzt sind wir wieder voll oder noch nicht? 70, nee, Euler noch nicht ganz. Es ist immer nicht gespawnt. Ja, sehr gut. So, wir sind mal voll mit PP wieder. Gut. Ja, Fobbys kommen, die sind jetzt nicht ganz so schlimm. Tschüss. So. Und nee. Na, Kacke. Das ist jetzt absolut nicht gut. Oh mein Gott. Das ist jetzt absolut nicht gut. Ja. Warte mal, einfach HP Sacker, würde ich sagen. Treffen tut es ja trotzdem. Ja. Ja. So. Mal eben bitte paralysieren. So. Damit einer schon mal weg ist. Ja. Ja, ich bin doch schon. Meine Fresse, ey. Darf ich gleich schon wieder PP auffüllen gehen? So. Mein Betas denkt schon wieder, das ist super. Dadum, dadum.
Und du benutzt weiterhin den Spießsacker. Und das war's, okay. So schön Modders ist doch nicht. Nes Level 28, Offense plus 5, nice. Und Speed HP plus 40. Dadurch, dass wir ihnen die Dinges und der OP plus 10. Das waren, Alter, 5 Offense, 40 HP und 10 PP. Das war ein sehr mächtiges Level-Up. Kreidige Scheiße. Alter, der kriegt auch 3 Ultra-Steigerungen hier gerade. Heilige Kacke. Okay, so. Warte mal, ich werde erstmal alle mal eben voll heilen, die es nötig haben. Ja. Dafür hab Alpha. Dafür hab Alpha. So. Das war jetzt ein bisschen PP verschwendet im den Kampf, aber was soll's. 80. Ja, Pollock muss noch einmal. Es wird halt für Belch mit den PP voll sein, sicherheitshalber. Dementsprechend. So. Gut. Hoffen, dass wir jetzt nicht schon wieder in haufenweise Viecher reinrennen. Paralyzes. Angreifen, angreifen. So. Tschüss. Autofight. Tschüss. So. Noch einer. Aren't you the fly honey delivery boy? What's the password? Doesn't mean I don't trust you. Just say it. Say it now. Someone so quiet is either extremely shy or extremely dangerous. What a suspicious fellow. Ja, ich werde dich gleich mal irgendwie paralysieren und dann bist du ewig vom Fenster. Mistvieh. Wie es auch jedes Mal klappt, weil die den Schwächer gegen haben. Das ist einfach so eine geile Taktik, ey. Jeff und sein Spy ist halt manchmal echt Gold wert. Macht einiges so viel einfacher. So, Hallöchen. Fatty Mac, fett. Ja, ne? Wir sind eigentlich relativ gut voll, dann würde ich mal sagen. Let's go. So, Johannes. I see. Ich hab. Ja, was ist das für eine Lache? Ich hab keine Ahnung, wie man die. Das ist ungefähr so. There's a prophecy that the boy will destroy Master Geiges. You make me laugh so hard. If Master Geiges is scared of someone, he would have to be worse than the greatest evil. I take you down big time. Meine Stimme. So get ready for the worst fight of your life. Get ready to feel the pain of true nausea. Come on, let's go. Hallöchen. Einmal das da. So, dann. Die Schild brauche ich bei dem nicht unbedingt. Aber auf ins Ab, einmal auf Ness. Obwohl, nee. Vorher. Es hat ein Gutspill auf Ness. Und du benutzt bei dir der HP-Sacker funktionieren. Ness, um der ja auf. Ja. So. Na gut, das kannst du eh wieder bei Kevin. Ne, ich glaube nicht. Das ist eventuell in der Game Moon. Einfach mal weiter probieren. So, Shield. Was er dann nochmal angreifen sollte, werde ich mal sicher Server Boiler schützen. Du benutzt. Na, best einfach mal. Ne, warte mal, ich bin blöd. Haben wir hier einen Beta-Hals? Glaube ich, Norsi, ne? Du bashst, oder?
sonst irgendwas Interessantes? Nee, ach, verteidige dich einfach. So, du speist ihn mal kurz aus. Ich weiß gerade nicht auswendig, gegen was er empfindlich ist. Auch wenn es 50 Defense 8 aus dich open the Hypnosis. Ja, jetzt macht der AD fast die ganze Zeit nichts mehr, also. So, der Kampf ist übrigens auch so gescriptet. Normalerweise, also das ist normalerweise. Wenn man nicht den Fly Honey benutzt, dann heilt er sich jede Runde automatisch komplett. Man kann ihn theoretisch in einer Runde, wenn man hoch genug ist, one-shotten, dass er sich nicht mehr heilen kann. Aber da musst du halt wirklich immens B-Leveln dafür. Und das ist halt, naja. Und erst gegen Hypnose, finde ich, hast du gesagt. Ja, sonst nicht halt so viel, ne? Das heißt, wir machen einfach mal ein Pika Freeze. Und benutzen beide HP-Sacker, würde ich sagen. Mal gucken, ob das klappt. Einfach mal ausprobieren. Schauen wir mal. Nee, klappt eben nicht so ganz. Schade, Schokolade. Na gut. Einfach mit der Taktik weitermachen. Dann einfach ein paar Pencil Rockers verbraten. Bam. 70. Über 200. Und tschüss. Natürlich, wenn man das mit dem Fly Honey nicht weiß, dann stampft er dich in den Boden. Das ist, ja. Dann macht er dich ganz weinen, dann kostet dich voll, dass du übel wird und macht Schaden ohne Ende. Und irgendwann bist du einen einfach down. Und hast keinen PP mehr und sowas. Und PG von der Beta. Naja, benutze ich Ecom. Looks like it was. Bleh. Looks like it was an even fight. Bleh. But Master Geiger has managed to get many stitches into foresight. The city will soon be in worse condition than living in your own puke. Suffer, Spanky. Damit ist er auch erledigt. I escaped. Zoom. Bob. Boing. Goody. Bob. Wir haben noch mehr. Nur one down. Ah, boing. Bob. Bob. Stinky. Pee. You. So, und das sind wir jetzt hier gelandet. Go in the hot spring. Wash bath off your body. Ist eine gute Idee. Hot springs, rest here. Longer letter. Can go to hot springs. Ja, die haben jetzt inzwischen die Leiter repariert. You got in and washed all of the extremely dirty gunk off your body. Relaxing in the hot spring made everyone in this party feel great again. Oder so. Nee, oder das Entspannen in der heißen Quelle des Lidens ist Party entspannen, ne? Machen wir drei. Because they can in stainlessly, hallo, babi, bubaba, fassi, pickles. Komm, das hat man jetzt schon keine Ahnung, wie viel mal. Und da ist er geploppt. Holy Mickey, well. What this ding? Ding. Aber erstmal reden wir mit dir. Drink coffee before go. Say yes to me. Say no to me. Yes. Buttons up, boing. You have traveled very far from home. Do you remember how your long and winding journey began with someone pounding on at your door? It was Porky, the worst person in your neighborhood, who knocked on the door that fateful night. Keeping track, Jungs. On your way, you have walked. Fought, yet through all this, you have never lost your courage. You have grown steadily stronger,
though you have experienced the pain of battle many times. You are no longer alone in your adventure. Paula, who is steadfast, kind, and even pretty, is always at your side. Jeff is with you as well. Though he is timid, he came from a distant land to help you. Ness, as you certainly know by now, you are not a regular young man. You have an awesome destiny to fulfill. God, I love. The journey from this point will be long, and it will be more difficult than anything you have undergone to this point. Yet I know you will be all right. When good battles evil, which side do you believe wins? Do we have faith that good is triumphant? One thing you must never lose is courage. If you believe in the goal you are striving for, you will be courageous. There are many difficult times ahead, but you must keep your sense of humor, work through the tough situations, and enjoy yourself. Das Problem ist halt, ich versuche halt englischen Text zu lesen, der von selbst scrollt. Das kann ich nicht. When you have finished this cup of coffee, your adventure will begin again. Next, you must pass through a vast desert and proceed to the big city of Foresight. Ness, Paula, Jeff. May the goddess of good fortune smile upon you always. Tja, das war. Ich habe keine Ahnung, was in dem Kaffee drin war. Aber es muss wohl ziemlich stark gewesen sein. Ja, Leute, ich würde das einfach mal sagen, bevor ich jetzt da oben dran gehe, das Milky Way ist nämlich das nächste Heiligtum, werde ich jetzt erstmal speichern gehen. Hier müsste, glaube ich, auch ein Speicherpunkt sein, ne? Genau. Hallöchen, Dad. So, 4800. Geil. So. So. Denn ich mache jetzt erstmal einen Cut. 2 Folgen reicht erstmal wieder. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Maternal Bound Redux. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen.